Hallo meine Lieben, ja schön, dass ihr hierher gefunden habt. Ich hoffe, ihr hattet bis jetzt ein schönes Wochenende und heute ist ja auch noch mal zum Glück ein freier Tag. Ja, und heute machen wir eine Liebeslegung und wir schauen in die Gedanken und Gefühle und auch wie es tendenziell weitergeht mit deinem Gegenüber rein. Und bevor wir mit dem Reading starten, viele von euch wissen vielleicht, dass ich einen anderen YouTube-Kanal habe. Dort mache ich viele Subliminals und auch Meditationen. Und ich habe gestern jetzt ein Subliminal hochgestellt für die übernatürliche Schönheit in dir, deine äußerliche Schönheit, deine innere Schönheit. Subliminals, das sind unterschwellige Botschaften. Das ist immer super interessant. Ich nehme die dann mit meinem Mikrofon auf. Dann kann man sie im normalen Zustand natürlich ganz normal hören, dann tue ich die auf eine bestimmte Frequenz transformieren und das ist immer sehr interessant, weil dann hört man tatsächlich nichts mehr, aber die Ausschläge sind immer noch die gleichen. Das heißt, dein Unterbewusstsein nimmt ganz normal die Affirmationen auf, aber dein kritischer Verstand hinterfragt diese nicht. So können natürlich dann auch diese Affirmationen direkt wie ein Schwamm als neuen Glaubenssatz in dein Unterbewusstsein reingetrichtert werden und auch dein Körper reagiert auf die Affirmationen. Deshalb können auch körperliche Veränderungen stattfinden, ja, oder auch jetzt zum Thema Schönheit, dass man tatsächlich dann auch so wird oder sich so transformiert, wie man sich das auch tatsächlich wünscht. Es gibt auch Leute beispielsweise, die können ihre Augenfarbe verändern. Das ist alles möglich, weil die DNA antwortet im Endeffekt auch nur auf das, was das Unterbewusstsein, wovon es überzeugt ist. Genau, schaut einfach rein. Ich mache mal den Link von diesem neuen Subliminal hier in das Kommentarfeld und verlinke das Video auch am Ende diesen Videos. Okay, dann fangen wir jetzt mit der Liebeslegung an. Und zwar fangen wir zuallererst mit den Gedanken an deines Gegenübers. Ich mache mal die Steine etwas weiter hoch. Okay, was ist auf der Gedankenebene los? Hier haben wir die Co-Abhängigkeit. Lass uns noch die Lenormand-Karten dazu nehmen. Vielleicht, also die Co-Abhängigkeit, na, das ist dann eher so auch oft eine Dynamik zwischen Bindungsängstler und einer, der ja eben zu sehr die Bindung möchte und der andere rennt dann quasi weg. Ja, da sind viele Erwartungen oft dann mit drinne. Und lass uns mal mit dem Lenormand schauen, was da auf der Gedankenebene los ist. Können aber auch Süchte sein, ne, die blockierend sind. Wir haben hier schon die Blockade. Wir haben aber auch den Bär und noch eine Karte. Wir klären die dann auch noch mal ab und wir haben den Mond. Okay, ich nehme das Tarot zum Abklären, weil dann können wir auch immer noch tiefer reinschauen. Auf den Berg bitte. Die drei der Münzen, ja, das ist das, ne? Also hier ist eine große Blockade, eine große Herausforderung für deinen Gegenüber, wirklich in eine tiefe, verbindliche Verbindung zu gehen. Und da kann wirklich so eine energetische Dynamik auch sein. Entweder, es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, oder aber vielleicht, bei jedem von euch ist das anders. Vielleicht merkst du aber auch in dir selber, dass du unruhig bist, wenn es nicht so vorangeht, wie du es möchtest. Und da ist immer ganz gut, alle Erwartungen zurückzunehmen und dem Fluss des Lebens zu vertrauen. Und ich sag mal, dir das zu geben, was du dir wünschst, ja, und darauf zu vertrauen, dass der richtige Mensch dir das gibt oder dieser Mensch eben hier auch nachzieht. Denn bei deinem Gegenüber sehe ich tatsächlich zurzeit, ja, diese große Herausforderung, sich wirklich, hups, oder das Versprechen abzugeben, wirklich gemeinsam in eine verbindliche Verbindung zu gehen. Und das ist hier dieses Thema Co-Abhängigkeit. Ich nehme hier tatsächlich, und wenn es auch nicht ausgesprochen wird, es reicht auch, wenn man das fühlt und denkt, der andere spürt das und dann kommt da eben so eine Dynamik auch in das Spiel. Ja, wir haben hier noch den Bär und der steht ja oft für eine Seelenpartnerschaft. Und gerade in Verbindung auch mit dem Gehängten sehe ich zurzeit auch einen gewissen Stillstand oder sagen wir mal auch eine große Blockade, eine energetische Blockade. Das heißt, ich habe hier das Gefühl, das Universum möchte beiden von euch irgendetwas aufzeigen, was man noch in der Innenwelt dran drehen kann mit einer Schraube, sage ich jetzt mal, wirklich um sich selber immer mehr und mehr zu finden, sich mit sich selber zu verwurzeln. Dadurch kann man auch leichter von Erwartungen loslassen, weil man vielleicht auch versucht,
versucht, eine eigene Leere zu füllen. Und ich sage mal, in dem Moment, wo man sich alles gibt, was man sich im Außen wünscht, ja, sich das aber auch selber gibt, wird man auf einmal, kommt man in eine höhere Frequenz, kommt mehr in das Vertrauen, in die Zufriedenheit und in den Frieden mit dem Leben generell. Und dadurch öffnet man natürlich auch automatisch die Türen, macht Raum auch bei dem anderen. Und dann kann alles viel leichter und natürlicher auch fließen, ja. Und das nehme ich hier tatsächlich so ein bisschen als Aufgabe wahr. Denn wir haben hier nämlich auch den Mond. Und da geht es ja wirklich auch nochmal um diese Innenwelt. Ja, wir haben hier noch ein bisschen so diese Wartekarte. Das heißt, tatsächlich habe ich auch das Gefühl, dass dein Gegenüber sich auch gerade stark mit seiner Innenwelt beschäftigt, sich vielleicht auch fragt, wieso, weshalb, warum fühlt er diese gewissen Gefühle oder denkt diese bestimmten Gedanken, weil dein Gegenüber zurzeit ein bisschen blockiert ist. Lass uns mal auf der Herzgegend schauen. Aber ich sag mal, mit dem Bär, ja, das ist hier schon auch eine ganz, ganz starke Verbindung zwischen euch beiden. Und das triggert natürlich auch oft auf beiden Seiten, ja. So, wir haben hier auf der Herzgegend die Trennung liegen. Vielleicht seid ihr eben dadurch zurzeit auch getrennt, ja, oder aber dein Gegenüber ist zurzeit so ein bisschen auch von seinem Herzchakra getrennt, ist zu kopflastig. Lass uns mal mit den Karten weiterschauen. Wir haben die Fische. Wir haben den Reiter. Oh, das sind aber schöne Karten. Also, lass uns die nochmal abklären. Mit dem Tarot, und zwar auf die Fische. Hier haben wir die drei der Kelche, die fünf der Kelche. Ups, kleinen Moment, da habe ich schon gesehen, es ist der Page der Schwerter. Kleinen Moment. Und den Page der Schwerter. Also zurzeit ist es tatsächlich so, ja. Ich nehme tatsächlich wahr, dass dein Gegenüber zurzeit so ein bisschen von seinem Herz abgetrennt ist, so zu sehr im Ego ist, ja. Also die Trennung muss jetzt hier, natürlich kann es sein, dass der ein oder andere eben durch diese Blockade gerade in einer sehr großen Distanz ist oder ihr seid tatsächlich getrennt oder ihr seid einfach distanziert, ja, energetisch, sage ich jetzt mal. Und hier mit den Karten nehme ich tatsächlich wahr, dass dein Gegenüber zurzeit seine Herzgegend nicht wirklich frei fließen lassen kann, ja. Er ist auch wirklich traurig, dass es zurzeit nicht so in die Bewegung geht, wie er sich's eigentlich auch wünscht, ne? Das macht ihn auch tatsächlich traurig. Aber zurzeit ist einfach er dein Gegenüber sehr kopflastig. Und wie gesagt, das sind so energetische Dynamiken. Du weißt auch am besten, was du innerlich spürst. Ob du den ganzen Tag vielleicht auch drüber nachdenkst oder denkst, wann geht es endlich voran. Aber all das sind Energien, auch jagende Energien, also männliche Energien beispielsweise. Und deshalb ist es so unheimlich wichtig, bei sich anzukommen und sich selber das zu geben, was man sich im Außen wünscht. Und das ist oft der Schlüssel, dass man dann das eben auch im Außen bekommt, sobald man sich das selber gibt, weil man dann selber sich seinen Kelch der Liebe auch füllt. Ja, da habe ich auch ganz tolle Selbstliebe-Meditationen auf meinem anderen Kanal. Da kannst du auch mal gerne vorbeischauen. Schau bitte immer auch, ob du in Resonanz damit gehst, ja? Genau. Und bei dem einen oder anderen von euch kann es auch tatsächlich sein, dass dein Gegenüber sich auch im Außen sehr stark ablenkt, ja, um sich, sag ich mal, der Dinge auch nicht zu stellen, nicht zu viel drüber nachzudenken. Aber ich nehme auch wahr, in den ruhigen Minuten kommt dann eben doch wieder alles hoch und dann ist dein Gegenüber, hat er wieder das Gefühl, total blockiert zu sein, ja. Aber diese Blockade kann man super leicht eben aufheben, wenn man einfach von den Erwartungen loslässt und ins Vertrauen kommt und sich vor allem am besten um sich selber kümmert, also wirklich sich wie ein Geschenk auch behandelt, weil dann, wie gesagt, öffnet man auch energetisch die Tore, dass eben auch die Geschenke in dein Leben kommen können. Also ich mache immer Kartenlegung auch in Verbindung mit den universellen Gesetzen, ne? Weil wir wollen ja dann auch Lösungsansätze haben. Dann schauen wir mal, wie es tendenziell weitergeht zwischen euch. Da wollte eine raus, die nehme ich. Wir haben hier die romantischen Gefühle. Okay, das ist ja schon mal gut, dass es hier bergauf geht. Lass uns mal mit dem Lenormand schauen. Da haben wir drei Karten.
Wir haben hier das Kind, den Baum, der ist sehr schön, weil der steht für Heilung. Und wir haben den Turm. Und ich möchte auch die drei Karten nochmal abklären. Ihr seht das gar nicht. Ich mache das mal ein bisschen weiter hoch. So, ein bisschen besser jetzt, ne? Okay, auf das Kind. Wow, wir haben den König der Kelche auf den Baum. Oh, und das Ass der Stäbe, okay. Und auf den Turm, okay. Also, es ist tatsächlich so, ich habe das Gefühl dennoch, ja, dass hier schon auch etwas wieder mehr in den Fluss zwischen euch beiden kommt. Und wie gesagt, nimm meine Tipps auch an, die ich gerade eben gesagt habe. Ja, die Eigenarbeit ist wirklich der Schlüssel auch. Und vor allem das Mindset eben auch, ja. Dass du auch das Mindset hast, dass du den anderen nicht brauchst, um glücklich zu sein, sondern dass du dich selber brauchst, um glücklich zu sein. Und dann eben denken die, oder dann spiegelst du das energetisch, dann sind die anderen so quasi, kriegen das Mindset, dich auf einmal in ihrem Leben haben zu wollen, ne? Weil du einfach so eine große Bereicherung bist, weil du so mit dir verwurzelt bist, so mit dir im inneren Frieden bist und in deiner Liebe bist. Und schau mal die Tendenzen für die kommenden Wochen oder Tage oder vielleicht auch wenigen Monaten, sind tatsächlich so, dass hier auch ein Neuanfang angezeigt ist. Ja, und auch das Kind steht für Vertrauen. Also hier wird doch wieder das Vertrauen tendenziell zurückkommen und auch der Neuanfang. Das heißt hier auch, schau mal, wir haben hier den König der Kelche. Ja, das heißt, wenn ich das jetzt mit den universellen Gesetzen auch angleiche, das ist auch wieder so, ne? Wenn du in deine innere Liebe kommst, Selbstliebe kommst, dann öffnet das bei deinem Gegenüber auch diesen Raum, wirklich mehr wieder in sein Herzchakra zu kommen. Und wir haben hier einfach schon auch die Tendenz, dass dieser Mensch sich tatsächlich auch weg von der Blockade, weg vom Ego wieder mehr mit seinem Herz verbinden kann. Weil wir haben hier natürlich auch die romantischen Gefühle. Und schau mal, was ich super schön finde, ist, dass wir hier den Baum mit den Ast der Stäbe haben. Und der Baum steht eben auch für langfristiges Wachstum. Und wir sehen ja auch hier den Bär. Ja, das ist eine super starke Seelenverbindung zwischen euch beiden. Und gerade diese Verbindung triggern einen unheimlich oder am allermeisten, aber genau diese Verbindungen geben uns wirklich auch die Chance, uns immer mehr selber zu finden, ja, bei uns mehr anzukommen. Und das geschieht aber dann auch auf beiden Seiten. Und da ist hier dieses langfristige Wachstum angezeigt, auch diese Langlebigkeit, sage ich jetzt mal. Und schau mal, auch hier das Ast der Stäbe, das ist hier wirklich eine Chance, die hier nochmal echt auf euch zukommt, ja. Was wir hier allerdings auch haben, und da habe ich das Gefühl, wird das Universum auch euch nochmal testen. Das heißt, inwieweit du wirklich oder dein Gegenüber, inwieweit ihr verwurzelt in euch seid, ja, inwieweit ihr euch nicht mehr triggern lässt. Weil ich sehe dann doch nochmal ab und zu, dass sich einer von euch beiden verschließt beispielsweise, ja, oder vielleicht sich nochmal distanziert. Dann ist hier einfach dann vielleicht nochmal wirklich Kopfzerbrechen angezeigt. Aber das muss gar nicht so sein, ja, weil alles ist Energie und so umso mehr du in dir selber verfestigt oder gefestigt bist, mit dir im inneren Frieden bist, da wirst du auch merken, dass dich Dinge im Außen gar nicht mehr wirklich triggern. Und wenn die Dinge dich nicht mehr triggern und du achtest den Dingen keine Aufmerksamkeit mehr, die dir nicht gefallen, dann sage ich jetzt mal, lernt auch energetisch dein Gegenüber, diese Dinge nicht mehr auszubauen oder zu verstärken, ja. Wenn wir aber den Dingen Aufmerksamkeit schenken, die gut laufen und die schön sind, dann werden diese Dinge auch wachsen im Leben. Das gilt auch für Verhaltensweisen von anderen Menschen, ja. Deshalb nehme ich hier tatsächlich doch mal einen kleinen Test wahr, inwieweit ihr beide oder du in euch verwurzelt seid, wenn es hier eben wirklich nochmal diesen Neuanfang zwischen euch gibt, diese große Chance zwischen euch gibt. Und ich habe das Gefühl, wenn ihr das dann überwindet, diesen Triggerpunkt, dann ist das hier wirklich so eine Langlebigkeit auch in dieser Verbindung, ja? Genau. Ich möchte noch gerne zum Abschluss eine Liebesbotschaft erzählen, bevor wir das Reading beenden. Ups.
Guck mal, wie schön. Wir haben hier die Telepathiekarte, ja? Ich denke gerade an dich. Ich liebe dich. Sehr schöne Karte. Also, und gerade diese Telepathiekarte, ja? Und das ist hier nämlich auch gerade hier mit dem Bär hier oben war. Das ist einfach eine super starke Seelenverbindung. Und genau diese Verbindungen, die drücken uns wirklich manchmal in die schmerzhaftesten Erfahrungen. Aber genau das sind auch die großen Chancen, über uns hinauszuwachsen und wirklich auch bei uns anzukommen, ja? Und alles, was im Außen geschieht, ist auch, sagt auch etwas über unsere Innenwelt aus. Deswegen beobachte einfach deine Außenwelt. Dann weißt du vielleicht auch, wo darfst du noch so ein bisschen dran drehen. Und vielleicht ist es bei dem einen der Selbstwert, ja, oder mangelnde Selbstliebe, negative Selbstgespräche oder generell auch Glaubenssätze über Verbindungen. Pipapo, kann alles sein, ja? Genau. Schau bitte, ob du in Resonanz damit gegangen bist. Und wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Like, Kommentar oder auch Abo. Dann wünsche ich euch noch einen ganz tollen Tag und macht's gut. Tschüss!